Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge TFT Ranked. Wir werden jetzt mal... Was machen wir denn? Ich werde die Elise holen. Weil sie am Anfang, wenn man gewinnt, sehr, sehr viel Damage macht. Und das ist richtig geil. Also Level 1 ist so ein bisschen so meh, geht schon. Aber dann ab Level 2 oder Level 3, dann kommen immer mehr Spinnen und die machen alle Damage. Und ja, deswegen werde ich mal versuchen, das nochmal zu versuchen. Ja, okay, Geld. Ist jetzt nicht die Welt, aber es ist besser als nichts. Ja. Nein, Gold. Das ist natürlich wunderbar. Nochmal Elise. Und zweimal Ritter. Dem. So. Ja, ich habe noch keine Ahnung, was wir jetzt genau machen. Müssen wir halt schauen, was wir bekommen. Ja, Assassinen, Brawler oder Dämon ist gerade eh so die Meta. Deswegen versuchen wir mal was anderes. Wir können ja, aber für sie ist es gerade eigentlich nichts. Wir haben jetzt schon. Das ist gerade nicht so super. Wir können auch Richtung Zauberer gehen. Kommt halt drauf an, ob jemand Demon geht, weil Zauberer ist halt nicht unbedingt praktisch für also gegen Demon. Also, schauen wir mal. Items, hui. Das ist ein gutes Item. Was machen wir? Wow. So, was haben wir hier? Jetzt haben wir Elise Nummer 3. Gestaltwandler haben wir hier. Zauberermeister. Gestaltwandler. Ja, doch. Das passt. Gut, der geht ein bisschen Jordel und Eisisch. Miau. Entschuldigung. Elise könnte auch ein bisschen schneller angreifen, dann hätte sie jetzt sich in Spinnen verwandelt und er hätte mehr Damage bekommen. Aber egal. Ich mach mal jetzt hier Zauberer lieber als Bestie, weil der AP-Bonus geht dann an alle und er geht nämlich auf Demon. Oh Mann. Na. Gut. Also, er geht ein bisschen auf Demon. Ja.
Also hat Noble und Demon auf dem Ding. Das heißt, wir könnten ihn jetzt Arthrak zum Beispiel wegnehmen. Wir könnten jetzt auch das so machen, also Bestie und Demon. Ja, warum nicht? Wir haben halt nur Level 1 ab, bis auf Elise. Aber sonst, das ist halt nicht so super. Der ist schon auf 5 hoch. Also dann hat er. Ja, er hat nur 2 Items bekommen. Und sonst nur ganz viel. Ganz viel Money. Okay, jetzt sind wir unteres Mittelfeld, das ist ganz gut. Wir können jetzt auf. Wir können jetzt auch Morgana versuchen zu holen. Dann gehen wir halt voll auf Demon, aber. Ja. Muss nicht, muss nicht. Na gut, muss. Ich wollte sonst Zed holen. Aber dann, ja, dann machen wir halt das. Gesteinwandler. Da haben wir jetzt 2 von 3. Shyvana kommt, dürfte jetzt bald kommen. Shyvana Level 1 ist auch. So semi gut. Ich glaube, wir gehen noch mal weiter auf Losing. Ich glaube, wir gehen noch mal auf Losing. So. Der geht auf. Alter, das ist ja gemein. Ganzlinger und Bogenschützen zusammen. Gut, jetzt habe ich da schon mal und da schon mal. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal sehr schön. Nee, ja, doch. Nee, das war falsch. Ich wollte eigentlich so machen und den vorschicken. So. Dann gehen wir jetzt auch auf Level 5. So wie er. Der versucht auf. Also der ist auf Pirat gegangen. Aber das gewinne ich. Okay. Aber wir müssen halt jetzt unsere Economy hochpushen. Oder wir gehen auf Winning Streak. Könnten wir natürlich auch machen. Okay, Schläger haben wir niemanden. Okay. Aber Volibear ist grundsätzlich eigentlich immer wichtig. Richtig und wichtig. Zauberermeister haben wir nur noch einen von 3, weil wir Kasadin rausgenommen haben. Money, money, money. Naja, jetzt haben wir halt 10. Ja, okay.
das ist vollkommen in Ordnung. Wir sparen. Mit Varus hätten wir jetzt 4 Dämonen, das heißt 50% Mana-Verbrennung. Ist natürlich auch schon mal nicht verkehrt. Ich glaube, ich kaufe den einfach mal. Der hat zum Beispiel eine große Economy. Okay, das. Das gewinnt da ganz knapp. Das gewinne ich ganz knapp. Also am Anfang sah, also in der Mitte sah es sehr gut aus für mich. Und dann wieder schlecht und dann. Ja, okay. Das sind halt Spinnen, ne? Wer mag schon Spinnen? Gut, das ist gerade nichts. Okay, wir könnten jetzt ihn austauschen. Aber wen stattdessen rein? So. Ja, versuchen wir das mal. Versuchen wir das mal. Dann haben wir Zauberer, Bestie und Dämon. Könnte ganz in Ordnung sein. Hm, 2,000. Gut. Gestaltwandler haben wir auch bald. Vierer Dämon haben wir auf der Matte. Ich weiß, was in den Schatten lauert. Okay. Ja, doch. Doch, doch, doch. Das passt. Gut. Was macht er? Er macht. Ja, Assassine, Ninja. Ding. Er macht. Brawler, Wild, sowas. Und er macht. Ja, Nobel. Er geht auf Nobel. Und Nobel und Ritter. Aber Nobel ist halt ziemlich schlecht gegen Magic. So, wir könnten jetzt. Der ist natürlich sehr schön. Aber wir gehen jetzt auf Itemjagd. Das heißt, der ist toll. Die beiden sind toll. Wir gehen auf die Träne. Weil die Träne. Mal schön antäuschen. Weil es gibt die das dann eben wegschnappen. Was in Late Game ziemlich oft der Fall ist. Weil da muss man oft schauen, wenn der Gegner zum Beispiel auf 6er Nobel geht. Und 5er Nobel hat. Und dann. Ja, versucht er natürlich. Uiuiui. Da versucht dann natürlich die Keil zum Beispiel zu bekommen. Und das muss man versuchen zu verhindern. Okay. Der kommt auf jeden Fall als nächstes.
Der ist schon auf 6 hoch. Das ist natürlich blöd. Okay, das verlieren wir. Ist aber in Ordnung. Assassinen. Okay. Das ist er. Dann switchen wir die beiden. So. Oh, ja, klar. Ich bin hier auf 6 extra, oh Mann. So, jetzt haben wir 3 Dämonen. Okay. Jetzt kann ich der Nidalee statt Aatrox reintun. Aber Aatrox ist halt so richtig gut. Aber mit Nidalee haben wir dann wieder noch einen Bonus drin. Da haben wir halt einen Wild-Bonus. Das ist schwer, das ist schwer, das ist schwer. Kasadin. Oder tun wir Garen raus? Ich würde Garen noch ein bisschen drin lassen, wenn ich ehrlich bin. Dann machen wir Kasadin mal raus. Rollen einmal, okay. Das ist jetzt... Das ist jetzt schwer. Puh. Ich habe halt ja noch keinen anderen Schläger. Ich will aber Aatrox auf alle Fälle rein tun. Der bekommt hier Dornpanzer. Der steht ja ziemlich weit hinten für relativ fiese Assassinen. Deswegen macht der Dornpanzer für mich jetzt auch Sinn, da hinten reinzustellen. Der hat schon Level 2er. Mega. Aber das Gute ist, dadurch, dass wir jetzt dämonisch gehen, konnte er kein Ulti machen. So. Ja, wir haben jetzt zweimal sie. Wir haben 3 Bestien, das macht gerade... Wir können... Nee, dann haben wir keinen Zauberermeister. Ach, ist das Difficulty. Wir können so machen, dann haben wir auch keinen Zauberermeister mehr. So haben wir... Ah Gott, also hier sind 3 Zauberermeister. Hier ist 3-mal Wald. Hier ist Dämon. Und hier die 3 sind gescheitert. Ah Mann, das ist ja... da muss ich mir nochmal überlegen, wie ich das mache. Okay. Ja, gut war das jetzt nicht. Also wir haben halt keinen guten Tank. Der ist gut. Nobelritter. Na, verdammt.
Ja, ich tue den jetzt mal trotzdem rein und Nidalee raus, weil Gestaltwandler gibt nicht so einen krassen Bonus. 60 zusätzliches maximale Leben ist jetzt nicht so die Welt. Cool wäre gewesen, wenn wir gegen denselben nochmal gekämpft hätten. Dann hätten wir gesehen, ob das jetzt Sinn gemacht hätte oder hat. Der wird sofort weg sein. Der da. Ich will den. Swain. Mal schauen, ob wir den bekommen. Wir hätten den nicht erwischt. Selbst wenn wir hier hochgegangen wären, der war schneller. Gut, dann holen wir uns den Bogen. Ist auch in Ordnung. So. Ja, dann tun wir die mal weg. Gut. Eiswesen, also Anivia plus Volibear wäre auch cool. Okay, was? Okay, der geht voll auf. Also Assassin Klingmeister. Und hier natürlich ein übertrieben heftiger Draven. Das werden wir verlieren. Okay. Ja, das war unlucky, dass meine jetzt nach unten gegangen sind und nicht ihn angegriffen haben. Das war sehr schade. Und unpraktisch auf jeden Fall. Wir könnten dagegen mal den ein bisschen kürfen. Okay. Also als nächstes kommt, ich glaube, ich weiß es noch nicht. War schon wieder der. Mal schauen, ob jetzt meine Einheiten in Richtung Top gehen. Oh, das ist halt sogar noch schlechter als davor. Hä, wieso? Hä? Dann hat er jetzt besser gefokust und meine haben noch schlechter gefokust. Interessant. Gut, der hat nur noch 21 Leben. Ah, das muss doch machbar sein. Gut, hier können wir jetzt mal ein bisschen chillen. Hier ist noch ein Gestaltwandler. Ja, Cho ist halt. Cho wäre schon krass. Cho wäre schon übel gut. Dann tun wir. Wir tun Nidalee komplett verkaufen. Er bekommt den Bogen, damit er schneller zuschlägt. Na, brauchen wir auch Level 2. Das ist gut. So. Jetzt tun wir mal ihn rein. Und wir stellen uns auf die andere Seite. So. So machen wir das.
Wenn wir jetzt gegen ihn kämpfen, dann schnappe ich mir nämlich. Okay, wir kämpfen nicht gegen ihn. Ah, den sollten wir eigentlich auch gewinnen. Besiegen. Whatsoever. Ja. Das passt. Gut. Das passt. Gegen ihn müssen wir halt schauen. Das ist der Assassine. Assassinen sind ja immer ziemlich. Also gegen Assassinen kann man immer sehr gut. Sehr gut Schläger bzw. Brawler machen. 2, 4, 6, 7. Okay. Weil die ND bekommen halt nochmal 300 und 700 zusätzliches Leben. Und, ja, das ist nicht so wenig. Also, das ist mehr als man denkt. So. Okay, super Ulti von. Von Morgana. Ach krass, das war ja der erste. Da war der erste nicht der mit den Assassinen. Dann war das nicht der mit Assassinen. So, hier Level 2. Dann switche ich die mal. Ich bekomme halt keinen. Zweiten oder dritten. Na, das ist echt krass. Das ist echt verrückt. Ja, Lernkreatur habe ich jetzt also zwei durch Joe, genau. Ah, wieder er. Okay, mal schauen, ohne Blitz, wie es damit läuft. Also, der Joe muss nur einmal richtig geil ulten. Ja, das sieht schon gut aus. Also immer der Aatrox ganz oben. Okay, aber der hat auch die besten Items. So. Wir könnten uns jetzt, was können wir uns nehmen? Es ist kein Spatula da. Was bringt uns gerade weiter? Die Träne? Die Träne. Wir hätten auch auf den Bogen gehen können. Aber ich glaube, bei uns ist gerade die Träne wichtiger. So. Und zwar tun wir es auf ihn. Nee, auf ihn. Das ist besser. Auf Cho. Dann ultet er schneller. Zweimal Level und dann geht's weiter im Text. Ja, den sollten wir auch bekommen. Ulti. Ja, scheiße. Okay, den bekommen wir nicht. Da wäre jetzt zum Beispiel der Blitzcrank besser gewesen. Macht das jetzt so. Zwar habe ich ja damit jetzt 20 ja weggetan, aber ich habe es nicht vergeudet. Okay, das ist der ist schon tot, aber also der hat halt 4 goldene. Schlechter Fokus von meinen
Das tut weh. Das wird auch schwer. Morgana werden wir nicht mehr bekommen. Also auf Level 3. Ist unwahrscheinlich. Aatrox auch. Wir könnten auch... Ja, den bekommen wir vielleicht nicht. Ach, super. Das war sehr wichtig. So, wer bekommt die Haube? Sie. Da ist er. Dämonengestaltenwandler. Die Elise kommt raus. Ja, das hat ist jetzt verpackt. Aber wieso kämpfe ich schon wieder gegen die, in den? Okay, das Ulti von Morgana ist richtig geil, aber... Alter, ich habe gegen einen scheiß Klon verloren. Oder war das ein Klon? Oh! Ich habe gegen den ersten verloren. Gut. Habe ich gar nicht mitbekommen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye.